Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Hörnbude. Ist zwar schon ein bisschen her, aber heute gibt's mal wieder eine Folge Mario Galaxy 2. Yay, ein Brief von Peach mit ein paar One-Ups, die mich eh kein bisschen interessieren. Ich habe keine Ahnung mehr, wo genau ich bin. Ich glaube, also in der zweiten Welt weiß ich. Nein, nicht hierhin. Da war... Hier, da. Ja, das ist die nächste Galaxie. Die Honigblüten-Galaxie, die man mit einem Gourmet-Duma freigeschaltet hat. Und die da unten versuche ich fürs Erste ein bisschen zu avoiden, aber das wird halt nicht mehr lange gut gehen. Genauer gesagt, bis ich diese Galaxie geschafft habe. Weil das nicht gerade die tollste und lustigste aller Galaxien ist. Und hier kommen immer Sternteile raus. Ich muss mich zum Glück nicht wieder einstellen, genau. Ich bin immer noch so gut wie eh und je. So. Hier oben haben wir ein paar geheime Sternteile. Und man kann ein bisschen rausgucken. Und dann kann man natürlich noch versuchen, mit ganz viel Schwung zu diesem Ort zu kommen. Das geht wirklich nur mit dem Schwung, den ich gerade hatte. Und hier kann man sich den Secret Star dieser Welt abholen. Yay! Erster Stern der Folge. Zum Glück habe ich den Galaxie gerade dabei. Halt die Schnauze. Oh, nee. Muss ich jetzt wirklich mit dem reden? Ja, erinnerungswürdiger Wandsprung, ja, ich weiß. Ihr werdet euch noch in Jahren daran erinnern. Ich werde in 5 Jahren, wenn ich meinen YouTube-Kanal dann noch habe, dann irgendwann mal sagen, ne, erinnert ihr noch, euch noch an diesen Wandsprung aus der keine Ahnung wievielten Folge von Mario Galaxy 2? Nein, ich auch nicht. Und ich mir wohl ein paar coole Bienen-Tricks kann. Was können Bienen bitte für tolle Tricks außer Honig herstellen? Glücksspiel! Yay! Da ist man doch gleich wieder motiviert. Da ist man gleich wieder. Ich muss sagen, ich habe mich heute halt ja zum ersten Mal seit einer Ewigkeit wieder hier an das Spiel gesetzt. Ich muss sagen, bisher läuft's auf jeden Fall klasse. Ich knall gegen gefühlt jede Wand, krieg beim Glücksspiel das Sternteil und spring einem Goomba ins Gesicht. Und das alles in 3 Minuten. Okay, immerhin habe ich schon einen Stern und dafür einen relativ komplizierten Sprung geschafft. So, jetzt wieder der Kampf gegen mein Nemesis. Ich kann ihn nicht leben lassen. So muss das. Es ist noch ein paar Rebord zu berühren. Zack. Hätte ich doch sogar fast. Fast. Hier unten ist noch ein kleiner geheimer Raum. Hey Biene, was sagst du? Noch kein Glück bisher. Wärst du seit uns bei der Suche nach dem Powerstern zu helfen? Einen habe ich schon. Und ich soll da drüben wieder hoch mit dem Walljump. Langweiler. Und hier regnet's. Das ist schlecht für dieses Item da oben. Der Bienenpilz. Kennt man aus dem ersten Teil. Damit kann man ein bisschen fliegen. Bei Wasser, wenn man Wasser berührt, verliert man ihn. Und mit Münzen im Flug sammeln kann man die Fluganzeige wieder aufmachen. Egal wie erschöpft man ist, mit Geld geht's wieder. Da habt ihr es gerade gesehen. Die Dinger sind alle schick. Perfekte Landung. Ich weiß nicht mehr, wie man die Dinger besiegt, praktischerweise. Man kann sie nicht essen. Ich dachte, irgendwie mit Sternteilen draufschießen ging. Man kann sie nur betäuben. Boah, so langsam wie wir sind, braucht man das nicht. Wenn die Wurst
Ja, ja, aber denkst du, Bowser ist schlau genug dafür? Da sieht man den Secret Star. Das heißt, wer nichts von seiner Existenz wusste bis jetzt, weiß bis jetzt nur, wie man hinkommt. Hier sind Sprungradieschen, da gab's ein Mega-Secret. Ja, ich glaube, da war die Debütkünste, ich hab gerade mal da unten durchfahren und passt so mit einem Sternding oder so. Sicherlich, wenn man hier hinstammt. Ja, da muss man einfach. Das ist, wenn man da landet hier. Und mehr. Ach so, das ist ein direkter Weg. Aber wenn man ganz oben drauf landet, bekommt man ziemlich viele Sternteile. Ja. Und das tut man da. Die Dinger nerven mich dezent. Wo gibt's hier Kohle? Ich meine, wir wissen ja, Geld heilt alle Wunden. Hier kann man halt seinen Fluch nicht gescheit aufladen. Okay, mit einem Stampfer geht's sogar halbwegs. Und auf den Wolken. Ui. Wie man zu der Ranke kommt, ist wohl von da das Höchste. Aber das brauche ich jetzt nicht. Ich gehe lieber weiter. Yay, Fuzzies. Die tollsten und liebenswertesten Gegner der ganzen Mario-Reihe. Es sind schwarze Viecher. Outplayed. Ja, der Typ hatte keine Chance. Habt ihr das gesehen? Und bevor ich weitergehe, gehe ich mal da hoch, genau. Genau so geht man da perfekt hoch. Ich krieg's. Ich habe einen Sternteil bekommen. Vor allem, weil du gehst. So kommt man da hoch. Und gönnt sich ein paar Sternteile. Das war der Existenzzweck. Hier könnte man zwar höher landen, aber... Junge, wie sehe ich aus? Und jetzt kommt hier noch ein Checkpoint. Mit einer ganz coolen Sicht und komischen Pflanzen. Ich glaube, die Gegner gibt es nur hier. Die kann man auch nicht wissen. Wofür wurden die eigentlich erfunden? Für hier. Dafür. Mario. So. Auf den hier darf man nicht zu lange stehen, außer man will gegessen werden. Und ich schmecke nicht. An Walrossen ist viel dran, heißt aber nicht, dass sie schmecken. Esst keine Walrosse. Orca. Was ist? Frag mal Orca, Anna. Orcas sind keine Fressfeinde von Walrossen. Die größten Fressfeinde von denen sind Eisbären. Wenn das irgendwer weiß, dann ich! Ja, toll! Du bist noch lange kein Biologe! Aber ich bin ein Walross-Experte. Das auch nicht. Doch. Dann sag mir mal, wie genau die DNA von Walrossen strukturiert ist. Ich bin kein DNA-Experte. Ich kenne das. Die Ausrede. Ja, genau! Junge, nicht jeder, der sich mit etwas auskennt, weiß gleich die DNA-Zusammensetzung. Du sagst, du bist ein Experte. Damit meine ich, ich kenne mich mit Walrossen aus. Dann sagst du, du bist ein Walross-Kenner, nicht du bist ein Walross-Experte. Boah. Ja, dieser Begriff ist nötig. Klasse.
Ich habe diesen krass versteckten Stern gefunden. Ich glaube, damit meinten sie aber den Secret Star. Ja. Und dafür kriege ich noch ein One-Up. Und jetzt werde ich, den Spaß meines Lebens... Ich weiß es nicht mal. Ich werde den Spaß meines Lebens haben. Tokugleiter im Urwaldhölle. Das ist so einfach. Ja, trotzdem, ich hasse diese Art von Level allgemein. Allein schon, wie die Dinger gucken. Hier. Guckt euch das Ding an. Der da, der Tokugleiter da, der ist nicht gerade der beste Flieger und auch schüchtern, aber er gab zu verstehen, dass er dich mag. Vielleicht nimmt er dich auf den Gleitflug mit. Jetzt mach schon, ich erklär's dir. Machst du mit? Ja, muss ich leider. Sehr gut. Okay, also ich zeig dir, wie du dich vom Wind tragen lässt. Halt die Familie waagerecht. Sie muss eben sein. Genau, das ist die Startposition. Ich mach grad einen fucking Sturz. Das hier ist die Startposition. Drücke von da nach links. Die Bewegung funktioniert ja perfekt. Ja, genau. Jetzt sanft nach unten für den Sinkflug. Ich halte sie gerade in die Startposition. Und jetzt, hoch zum Abdrosseln. Und jetzt gehst du da hinten durch. Okay. Verdammt. Das Ding ist nicht richtig kalibriert. Warte, vielleicht. Oh Gott. Denk dran, dass du es weiter besser schaffen musst. Echt jetzt? Muss man nicht. Aber es gibt genug Leute, die das denken. Wenn es Bestzeiten gibt. Ich merke mir, ob man das muss oder nicht. Wenn du sagst, ich muss das, dann denke ich, ich muss das. Aber muss man nicht. Da unten war kein Tor, hoffe ich. Ich fliege jetzt zum Warner. Das letzte Teil ist etwas fliegt. Da ist eins. Man braucht halt alle Tore für die Starcoin. Es gibt hier keine Starcoin, möchte ich nur anmerken. Ja, Kometenmünze. Und wenn ich gegen irgendwas knalle, bin ich instant tot. Außer es ist ein Ballon. Ja, die bringen was. Ich dachte schon, ich wäre gegen die Wand geknallt. Oh, als ob! Ich hatte das auch schon mehr als oft, dass ich alle Tore erwischt habe, aber dann die Starcoin nicht getroffen. Ja, jetzt komm ich bis zum zweiten. Mann, ich nenne die Starcoin, verdammte Scheiße! Ja, du bist geflogen, so der Spasti, der sieht zufrieden aus. Nimm den Stern! Yay! Müsste das doch das anspruchsvollste gewesen sein von dem Kack hier. Und die Steuerung ist keine Rotze. Rotze ist deutlich angenehmer. Ich hab die Wahl aus, Alter, kann ich nicht. Ja, der sagt mir halt eben für die Startposition. Sturzflug! Ja, vor allem, dass das selbst nicht einprogrammiert hat, dass das falsch war. Ja, das ist so dumm. Das sah so dämlich aus. Das lag anscheinend dran, dass ich wirklich in der ersten Sekunde, als er geredet hat, die Fernbedienung so gehalten habe und es deswegen, also hier für die Zuschauer, so und es deswegen das als Startposition. Danke. Das als Startposition. Ja, frag ich mich aber, wieso das System nicht damit zufrieden war, dass du sie so gehalten hast. Das weiß keiner! So, ja. Wie viele Verlierer-Grund hast du eigentlich schon? Nicht so viele. Kann man halt auch noch nicht so viele haben. Ist ja klar. Bowsers Lava-Imperium. Der zweite Boss. Und wir haben jetzt eine Viertelstunde hinter uns. Heißt Bowsers neuestes Spielzeug. Spielzeugauto. Ja, das ist bedrohlich. Spielzeugauto, weißt du, dass es Mario 3D wird? Nee, da wäre kein Spielzeugauto, da wäre ein fetten Sportwagen. Okay, naja, bei der Größe, die er in dem Spiel hatte, wäre das kein Unterschied. Bei der Größe, die er in dem Spiel hatte, ist es ein Puzzle. Nee, so
so riesig ist er auch nicht. Hat sich aber doch irgendwo. Alles klar, noch weiter fliegen geht nicht, oder? Hier war doch irgendwo ein. Oder war das auf dem nächsten Plan? Ich hab ein Trampolin für dich besorgt. Da machst du einen tollen Sprung. Danke. Das. Ah ja, da. Geplant. Das war alles geplant. Ob ihr es glaubt oder nicht. Das war nichts geplant. Ob ihr es glaubt oder nicht, ich gewinne das noch. Erstmal einen Insider rausgehauen. So, hier ist ein tolles Tutorial-Video. Verpiss dich. Hey, Captain Toad. Wir haben eine Münze für... Die habe ich gerade schon eingesetzt. Wir werden gerade ein... Was wurde noch ein Tutorial-Video erklärt? Das da. Nö, ich glaube nicht. Ich glaube, ein Tutorial-Video wird erklärt, dass ihr mit drei Attacken gut durchkommt. Ja! Man braucht aber auch minimal viel Skill. Aber die Hälfte des Spiels dabei lag, wurde, glaube ich, in diesem Level dieser Drehattacken schon gezeigt. Ich glaube, ich sollte öfter aufnehmen, wenn ich gerade absolut uneingespielt bin. Das ist irgendwie lustig, wie scheiße ich mich anstelle. Ja, ich habe einen Applaus bekommen. Und voilà. Oh Gott! Wow, das klappt sogar. Hey, übergewichtiger, riesiger Stein. Du kriegst in die Fresse. Ah, ich hab grad... Na, okay. Ich hab grad was überlegt. Na, ist doch klar. Haben wir es nicht immer mit einem Dreisprung auf ihn stehen? Oder haben wir ihn runterfallen lassen und sind dann auf ihn gestanden? Sind dann auf ihn gestanden? Ich mach lieber einen Walljump. So. Hier. Meteoroid, bin ich schon mit einer Stampfattacke, um die Tür aufzubrechen. Aha, das ist für dich eine Tür. Für mich ist das ein Felsen vor einem riesigen Schloss. Ui, Starcoin und absolut 0% ätzende Gegner. Und hier gibt's einen Bot, das ist einfach nur crazy. Wenn ich mich richtig erinnere. Ah, ne, doch. Ich kann mich erinnern, dass irgendwo ein Bot gibt, das ist da drin. Ja, hatte ich irgendwie auch im Kopf. Jetzt kommt ein Bot. Das wäre richtig arschig. So, mal gucken, wie lange er dieses Mal hält. 4 Sekunden? Wenn ich so gut bin, hält er natürlich für immer. Hier hat Bowser seine Statuen aufgestellt. Er hat sich eigentlich noch an den Angriff. Kami, an welchen? Der hat Wirbelattacken hält sich so. Der kommt dagegen die Hammerfrieder, du weißt doch. Ich weiß jetzt nicht, du meinst doch einfach das hier, oder nicht? Nö. Dieser Angriff, mit dem er die Hammerbrüder erst in die Luft geschleudert hat und sie im selben Schwung zerstört hat. Hä? Sagt mir nichts. Das war doch auf dieser Hilfe des drauf, als Geheimte. Der geheimste Angriff, den geschieht. Ich glaube, man muss es schaffen, zu laufen, dann eben Hechelung und gleichzeitig Wirbelattacke. Aber man darf in der Luft nicht noch halb wirbeln. Mir hat keiner zu sagen, wann ich wirbeln darf und wann nicht. Jedenfalls ist der Move OP gegen die Viecher. Naja, wirklich, so OP sind die jetzt auch nicht. Ich weiß, an was du denkst. So. Hier
hier muss ich jetzt 3 Steine zerstören, bevor ich zu einer übergewichtigen Schildkröte, die eine Prinzessin entführt, um einen Schokokuchen zu bekommen. Klasse. Hi. Da bist du ja. Ich kann keine Bowser-Stimme, das ist immer noch das Beste. Jetzt kannst du nicht meine Kraft an meinem Leib spüren. Ich werde dich zermalmen, bis du platt bist wie ein Pfannkuchen. Und dann esse ich dich zum Frühstück. Obwohl, nee, scheiße, zu wenig. Ich nehme fetten Big Tasty und eine Schweinshaxe. Und damit meine ich das ganze Wildschwein. Sorry, das ist ja auch logisch. Wie zum Teufel wird erklärt, dass Bowser einfach so die Powersterne klauen kann und riesig wird? Wie hat er das geschafft? Die macht der Jedi-Ritter. Ja, klar. Digga, es gibt keine andere logische Erklärung. Und wie wird erklärt, dass Bowser so dumm ist, wie immer diese Metallurgie? Ja, das ist doch immer so. Wie wird erklärt, dass Bowser in seine fucking Festung Selbstzerstörungsschalter einbaut? Du meinst einen Bowser in die Lava-Werfschalter? Ja, so ungefähr. Cool. 2 Leben geschafft, Hälfte des Kampfes durch. My mans, der Typ könnte einfach einmal auf Mario drauf treten. Ist halt so. Jetzt macht er noch einen Kaffee warm oder so. Komm her. Pferden, Punch. Ah, nee, hab was verwechselt. Man darf hier nicht zu lange zögern, ansonsten gehen die Dinger kaputt. Bowser kann den Falcon Punch. Und schmeißt mit Steinen. Hi. Es ist ein schwerer Bosskampf. Falcon Punch. Boah, das war ja eine krasse Vorstellung, Bowser. Und jetzt schrumpft er. Stimmt, also riesig werden konnte er durch die großen Sterne. Aber wie ist er an die dran gekommen? Wie ist er im ersten Teil dran gekommen, hingegangen und hat sie sich genommen? Im ersten hat er Hilfe von Agents wenigstens. Keine Ahnung, wie er die hat er Wie hat er da Hilfe? Ach stimmt, da hatte er ja dieses komische UFO aus irgendeinem Grund. Und das wurde nie erklärt. Das ist so das Bescheuerte aus dem Grund. Weißt du das von den Vego-Männern, oder? Stimmt, kann sein. So, ich zitiere. Jetzt weiß ich wieder, warum du mein Erzfeind bist. Trotzdem nur halb so wild. Wenn wir uns hier amüsiert haben, ist mein Masterplan weiter gereift. Auf Deutsch, ich werde weiter irgendwie Zeit schinden, bis du endlich bei meiner letzten Festung bist und mir dann in die Fresse schlägst. Ja, der hat es. Das ist ein klasse Plan. Ja, guter Plan, Wolf. Mal ernst, ich hab das Gefühl, der hat halt echt keinen Plan, was er machen soll. Ja, man weiß es halt echt nicht. Ich glaub, der Master weiß es. Ah, nein, nein. Denk mal an das letzte Level, da macht er ja tatsächlich mal irgendwas, das Sinn ergibt. Oder zumindest ergeben könnte. Da ja, ich glaube, das ist ja so. Keine Ahnung, was das ist. Der hat gerade Langeweile. So, im 2. großer Stern auf in Welt 3. Wo wir gerade schon beim Thema 3 sind. 24. 24 ist lustig, aber wisst ihr, was noch lustiger ist als 24? Ne? Weißt du's? 25! Und wie lustig ist dann 10, 3? Hm, gar nicht. Junge, das ist ein Insider. Das ist SpongeBob Insider. Was ist geschafft? Was hast du? Du hast gegen eine riesige Schildkröte gekämpft. Und er hat gesagt, er hat einen tollen Plan, obwohl er eigentlich nur wartet, bis du ihn umbringst. Würde ich auch machen. Naja, nimm die Verfolgung auf. Mit der Kraft dieses ganz tolle großen Ding-Dings können wir unsere Reise fortsetzen. Es sieht fast so aus, als ob sich die Prinzessin in der Gewalt einer riesigen Schildkröte befindet. Was hat die für ein Problem? Moment, Peach ist die einzige Prinzessin, die es schafft, sich von einer riesigen Schildkröte entführen zu lassen.
Nur wegen der paar Stacheln auf dem Rücken und der Möglichkeit, Feuer zu spucken. Digga, der Typ ist halt... Der hat ein IQ von 3. Wie kann sich Peach von dem entführen lassen? Die stellt sich hinter ihn und der weiß nicht mehr, wo sie ist! Wir haben eine neue Welt betreten, der Pfad scheint davon zu teilen. Mal irgendwas, ist mir egal. Ich geh erstmal hier hin. In die Wurstwipfelgalaxie. Ich meine, vielleicht heißt sie Wuchtwipfelgalaxie, aber Wurstwipfelgalaxie. Hallo? Das ist doch ein viel besserer Name. Die Luft wird die lockere Blasbalkiere. Und hier seht ihr schon Yoshi. Yay. Mann, ohne den kommt man echt nicht weiter. Schade, auf die erste Stufe schafft man es vielleicht, wenn man sich anstrengt. What the fuck? Hast du das gesehen? Ja, erste Stufe. Da könnte ich hinspringen. Außer ich verkack's. Ja, mal so allgemein. Diese Beere, die sorgt dafür, dass Yoshi in der Luft schweben kann. Das brauchen Yoshi beide nicht. Ich bin zu gut für Yoshi. Ich brauch doch keinen Yoshi. Der Typ hier redet auch von Yoshi. Und hat keine Freunde. Ich meine, ist eine tolle Holz. Ich glaube, ich schaff's nicht weiter als zu dieser ersten Plattform. Na, schade. Danke, ich darf die Aufnahme neu machen. Klasse. Für 27 Minuten. Jetzt wird wahrscheinlich unser Internet wegen dem Upload wieder für 3 Stunden ausfallen. Ich bin nicht schuld dran. Ja, aber dadurch, dass ich es rausschneide, muss ich es am PC hochladen, weil ich es am Handy nicht schneiden kann. Und wenn ich am PC hochlade, fällt unser Internet aus. Und dann bin ich am Ende wieder schuld dran. Ha! Mit Schütteln kann man sich da sofort raus befreien. Den hier hole ich mir noch. Mal gucken, wenn ich Glück habe, war es so leise, dass man es nicht gehört hat. Oh cool, Glücksspiel. Deine was? Oh, ich liebe das Glücksspiel. Das war ein One-Up. Das nicht. Mein Glück ist einfach so vorhanden, das ist schon wieder nicht vorhanden. Das war der beste Play, den ich je gemacht habe. Ich komme, Yoshi. Das war mein bester Play EU-West. Und ich muss mich mal ein bisschen beeilen, die Folge wird verdammt lang. Auch wenn ich was rausschneiden muss.
gegessen als Waffe. Habe ich mich eigentlich vertan? Ah doch, hier gibt's die Dinger. Partei gibt keinen. So, fehlt nur noch eins. Mann, bin ich gut. Und da oben kommt der Sternring. Ich bin zu gut. Jetzt kommen Sternteile, oder nee? Und hier ist der Sternringteil. Lol. Und hier muss ich jetzt. Zack. Ich mach das Ganze entspannt. Ah, durch reinfliegen kann man übrigens ja auch, ja. Got a fat. Easy MLG. Das war alles berechnet. So. Dann ist die Folge jetzt rum. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Wow, der Typ labert mich nicht zu. Ciao. Ja, neue Galaxie freigeschalten. Ach komm! Nein, immer mehr Wissenschaften. Ja, ich habe mich immer voll. Was soll ich denn am Körper bis jetzt liegen? Aber ich gehe nicht rüber, oder ich habe nicht die Presse. Bis zum nächsten Mal.